Und wieder ein Zombie-Deckmesser. Und genau dasselbe wie in zwei Videos. Ich habe jetzt die letzten zwei Videos gemacht. Und jedes Mal ist es nur in einer anderen Farbe, das Messer. Aber es ist ziemlich scheißegal, in welcher Farbe das ist. Es sieht einfach nur super geil aus. Es sind Totenköpfe drauf. Es ist so ein bisschen rau, das Messer insgesamt. Fühlt sich richtig cool an so. Ja, dann seht ihr das hier, auch wie bei den anderen. Diesmal ist es in Silber, Grau, was auch immer. Aber cool gemacht. Obwohl ich die anderen ein bisschen cooler fand, weil da war die Farbe, die Klingenfarbe und die Farbe von dem Griff war gleich. Hier ist das relativ Silber. Ja, und hier ist es, ja, auf jeden Fall andersfarbig. Aber es ist trotzdem cool, dann hat man hier oben ein bisschen Sägezahn drin, kann auch da drin sein, hier auch ein bisschen, aber es wird eh nicht benutzt. Es hat genau die gleichen Abmessungen wie die anderen, 250 mm geöffnet, 148 mm geschlossen, Klingenlänge 105 mm knapp, mit Flaschenöffner und natürlich Gürtelclip. Ja, kostet wie die anderen auch 6,90 Euro. Plus Versand. Auf jeden Fall kostet es aktuell 6,90 Euro. Wer weiß, wie es morgen ist oder wie lange der Händler es noch auf Lager hat. Ich weiß gar nicht, wie der nächste Preis ist, um ehrlich zu sein. Ich werde euch das unten verlinken. Und wenn euch das Video irgendwie gefallen hat oder so, könnt ihr mir ein Like da lassen oder meinen Kanal abonnieren oder ja, Daumen runter ist auch okay, kein Ding. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.